Hallo an alle und willkommen zu einem neuen Video. Die Partei ist die wahrscheinlich größte Satirepartei in Deutschland. Doch wer hat sie gegründet und wofür steht sie eigentlich? Das seht ihr in diesem Video, also bleibt dran. Die Partei ist eine Abkürzung und zwar für den Namen die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Und ihr seht schon, die Anfangsbuchstaben dieser Worte bilden den Namen Partei. Deshalb heißt sie auch die Partei. Und die politische Gruppierung wurde 2004 gegründet und die Gründer waren Redakteure des Satiremagazins Titanic. Und das Satiremagazin Titanic ist das wahrscheinlich größte humoristische Magazin im deutschsprachigen Raum. Die Partei kandidierte insgesamt zweimal für die Bundestagswahl 2013 und 2017 und zweimal für die Europawahl 2014 und jetzt bei der vergangenen Europawahl im Jahr 2019. 2014 konnte sie erstmalig ins Parlament in Straßburg einziehen. Sie konnte bei der Europawahl ein Ergebnis bekommen, dass Martin Sonneborn, der selbst ein Satiriker ist, in das Parlament in Straßburg einziehen konnte nach der Europawahl 2014. Und dieses Ergebnis konnte 2019 sogar noch verbessert werden, sodass mittlerweile 3 Abgeordnete für die Partei im Europaparlament in Straßburg sitzen. Also neben Martin Sonneborn sind noch 2 weitere. Das Programm dieser politischen Gruppe ist Satire und humoristisch. Also vieles ist Ironie, vieles ist nicht ernst gemeint. Es soll aber dennoch auf gesellschaftliche Probleme, also die wirklich bestehen, aufmerksam machen. Und um euch einen kleinen Einblick zu geben, habe ich euch mal ein paar Sachen rausgesucht, für die die Partei eingetreten ist. Ganz bekannt war zum Beispiel der Slogan zur Europawahl 2014, der lautete Ja zu Europa, Nein zu Europa. Und da seht ihr schon, das Ganze widerspricht sich natürlich. Und genau das ist typisch für die Partei, dass sie durch Widersprüche, durch ironische Ausdrucksweisen versucht, Humor zu erschaffen, also versucht, lustige Forderungen zu erstellen. Und genau das ist auch das, was die Wähler wollen. Des Weiteren tritt die Partei zum Beispiel für ein Notabitur ein. Und ein Notabitur stellt sie sich so vor, dass die Schüler vor der Abiturprüfung die Antworten genannt bekommen und dann auch nur eine halbe Stunde geprüft werden. Eine weitere Forderung der Partei war der Zwangsabstieg des HSV. Und das wissen jetzt die Fußballfans unter euch. Der HSV hat sehr, sehr lange in der Bundesliga gespielt und war auch die einzige Mannschaft, die niemals abgestiegen war. Dennoch hatte der HSV in den vergangenen Jahren große Probleme, musste sehr oft in die Relegation und die Partei trat dafür ein, dass der HSV jedes Jahr einen Zwangsabstieg machen muss. Mittlerweile ist der HSV tatsächlich abgestiegen und spielt in der zweiten Bundesliga. Deshalb ist diese Forderung nicht mehr so ganz aktuell. Ja, und was ebenfalls eine ganz witzige Forderung meiner Meinung nach ist, ist, dass die Partei dafür eingetreten ist, dass Studenten, die sich im Drittversuch befinden, eine Delfintherapie bekommen. Was genau ist ein Drittversuch? An vielen Universitäten ist es so, dass man eine Prüfung nur 3-mal wiederholen darf und wenn man zum 3. Mal durchgefallen ist, dass man dann aus dem Studiengang herausgeworfen wird. Also es nennt sich exmatrikuliert, dass man exmatrikuliert wird. Und die Studenten, die im letzten Versuch sind, die sind natürlich etwas nervös. Die Partei möchte dann, dass diese Studenten eine Delfintherapie bekommen. Und man muss generell sagen, die Partei ist sehr beliebt bei Studenten, also bei allen möglichen Studentenwahlen. Erntet sie immer hohe Zustimmung. Das liegt daran, dass sie humoristisch ist, dass sie ironisch ist. Das gefällt natürlich vielen jungen Menschen besonders, weil es eine Abwechslung bietet zum sonstigen politischen Alltag. Es gibt aber auch noch eine ganz witzige Anekdote, denn die Partei hat tatsächlich mal einen offiziellen Staatsbesuch veranstaltet. Das war im Jahr 2007. Da ging es nach Georgien und unter Martin Sonneborn hat sich die Partei mit der größten Arbeiterpartei in Georgien getroffen. Und die Arbeiterpartei in Georgien hatte nicht erkannt, dass es sich bei der Partei, also der aus Deutschland, um eine Satirepartei handelt und dass das alles nicht so wirklich ernst gemeint ist und hat dann mit der Partei Abkommen abgeschlossen. Also das ist eine kleine Anekdote am Rande, die ganz lustig ist meiner Meinung nach, dass teilweise nicht jeder sofort erkennt, dass es sich bei der Partei um eine ironische und um eine Satirepartei handelt. Ja, ich denke, wir werden noch weiterhin mit der Partei konfrontiert sein. Ich muss jetzt hier die ganze Zeit sagen, der Partei, ihr seht das ja schon, es liegt an dem Namen, dass es einfach die Partei heißt. Sie wird auch in Zukunft noch weiterhin immer wieder an Wahlkämpfen teilnehmen und uns mit verschiedenen Forderungen belustigen. Also ich finde das Ganze auch ganz lustig, das ganze Projekt, und schaue mir das auch gerne an. Was haltet ihr davon? Habt ihr vielleicht sogar die Partei schon mal gewählt? Schreibt mir das in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hier kommen jeden Sonntag neue Videos. Bleibt dran und wir sehen uns im neuen Video. Macht's gut.